Wenn die Wunde richtig gut runtergekühlt ist, dann reiben Sie sie hiermit ein. Was ist das? Arganöl. Und das hilft? Äußerlich wie innerlich. Hilft das auch bei Herzschmerz? Dann sollte ich mir vielleicht auch so ein Fläschchen zulegen. Hallo. Besuch für dich. Hallo, Mick. Das glaube ich nicht. Sie wollen meinen Carlos umbenennen? I'm born and painted by the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Frau Hanstedt, wie kommen Sie dazu, meinen Carlos einfach umbenennen zu wollen? Regen Sie sich nicht auf, wir springen ja nur ein paar Möglichkeiten durch. Was ist denn an dem jetzigen Namen nicht in Ordnung? Der Name ist toll, aber dieser Doggerbank-Zwischenfall steht in direktem Zusammenhang mit Kaiser Wilhelm II. Ja. Also soweit ich weiß, sind bei diesem Zwischenfall unschuldige Fischer ums Leben gekommen. Und das ist doch kein Name für ein Restaurant. Ja, aber der Zwischenfall ist der Grundstein für das geheime Treffen zwischen Kaiser Wilhelm und Zahn Nikolaus. Und der Kommission der Ancient Listed Hotels wird das bestimmt gefallen. Davon bin ich überzeugt. Und wir wollen ja alle den Titel zurück. Ja, aber nicht, wenn meine Gäste dadurch wegbleiben. Ich meine, Doggerbank, wer kann denn diesen Namen richtig aussprechen? Also ich finde diesen Namen sehr eingängig. Und er hätte Signalwirkung. Vergessen Sie's. Das Carlos bleibt das Carlos und damit basta. Ja, ich... Bente, was machst du hier? Ich wollte... nächstes Semester BWL studieren und da dachte ich, warum nicht in Lüneburg? Und was ist mit deinem Job? Also, ich meine, im Kloster in der Buchhaltung? Das war der beste Job, der mir zu dem Zeitpunkt passieren konnte. Aber ich würde so gerne noch meinen Bachelor machen. Bist du schon eingeschrieben? Ich wollte erst... Ich habe morgen ein Beratungsgespräch an der Uni. Ja, dann... lass ich euch mal allein, was? Was macht dein Bruder also? Lars! Dem geht's ganz gut. Wir telefonieren regelmäßig. Sag mal, willst du verreisen? Ach so, ja. Ich bin auf dem Weg nach Neuseeland. Ich bin verdammt spät dran. Wann kommst du denn wieder? Erstmal gar nicht. Wie meinst du denn das? Es ist verdammt viel passiert und leider nicht viel Gutes. Und ich habe gedacht, ich fange irgendwo noch mal von vorne an. In Neuseeland? Ich dachte mir, ich kann da vielleicht als Snowboardlehrer arbeiten. Neuseeland ist ganz schön weit weg. Weiter geht eigentlich gar nicht mehr. Hier hält mich nichts mehr. Okay, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Gutes. Wird bestimmt toll. Du kannst mir ja mal eine Postkarte schreiben. Mach ich, ja. Danke, ich wünsche dir auch alles Gute. Danke. Schön, dass wir uns noch mal gesehen haben. Das fand ich auch. Hallo, Frau Ebinger. Wollen Sie nachher mit uns essen? Nein, danke. Marokkanisch nehme ich an. Ja, Poulade in Salzzitronen. Das hat mein Mann... Das hat Maurice bei unserem ersten Date für mich gekocht. Ich weiß noch genau, wie er mich unter einem Vorwand zu sich gebeten hat. Überall auf dem Boden standen Kerzen und er hatte eine große Picknickdecke ausgebreitet. Klingt ja wie tausend und eine Nacht.
Das war's auch. Und die Tagine, die war so lecker. Nur Maurice, der hat vor lauter Aufregung keinen Bissen runtergebracht. Und jetzt steht meine Ehe kurz vor dem Aus. Und da gibt es gar keine Hoffnung mehr? Ich weiß ja nicht mal, ob ich mir überhaupt wünsche, dass er zu mir zurückkommt. Marrakesch fehlt mir. Das Licht, der Duft, die Menschen. Na, ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Oh doch, sie würden die Stadt lieben. Und die Frauen aus meiner Kooperative auch. Die sind so wundervoll, so stark, was die alles geleistet haben. Aber ursprünglich wolltest du ohnehin nur ein paar Tage bleiben. Ja, um Natalie nach Robins Unfall beizustehen. Und jetzt? Fällt eine Tür zu, geht ein Fenster auf. Ja, oh Gott. Entschuldigung, Frau Ebinger, ich wollte Sie nicht mit meinen Problemen... Was ist denn das für ein Quatsch? Wir kennen uns schon so lange. Hallo, Natalie. Alles okay bei dir? Alles super. Also, mein Küchentisch steht dir nach wie vor zur Verfügung. Dankeschön. Was meint sie damit? Damit meint sie, dass sie immer ein offenes Ohr für mich hat. So wie ich für dich. Robin, hm? Es bildet sich Frau Hanstedt ein, einfach mein Restaurant umbenennen zu wollen. Aber es ist doch noch gar nichts passiert. Ja, weil ich hier rechtzeitig auf die Schliche gekommen bin. Das ist reine Spekulation. Da geht man einen Schritt auf den Menschen zu. Ja, bietet ihr auch noch an, dass sie mein Pferd reiten kann, ja? Das hat man dann davon, wenn man nett zu Menschen ist. Aber jetzt mach mal halblang. Frau Hanstedt will nur das Beste fürs Dreikönige. Dafür hast du sie schließlich hergeholt. Findest du den Namen Doggerbank etwa gut? Wenn wir damals von dem geheimen Treffen gewusst hätten, dann wäre der Name vielleicht sogar in die engere Auswahl gekommen. Bist du eigentlich auf meiner Seite? Natürlich bin ich das. Ich stimme dir zu. Frau Hanstedt ist zu weit gegangen. Sie hätte nicht ohne dein Wissen einen Grafiker beauftragen dürfen. Gut. Und wie soll ich jetzt damit umgehen, kluger Mann? Hm? Rede mit Gunther. Mach ihm klar, dass du ihr Verhalten nicht tolerierst. Ich bin bald wieder zurück, mein Süßer. Grüß Tante Christa von uns, ja? Oh, ich liebe dich auch so sehr, mein kleiner Schatz. Mach's gut, dicker Schmatzer, ja? Auch von Tante Merle. Ich freue mich so, dass ihr wieder nach Lüneburg kommt. Dann kann ich endlich meinen Pflichten als Tante ordentlich nachkommen. Du tust doch so schon genug für Luca. Ach, wann war ich das letzte Mal in Schleswig? Übrigens, bis ihr eine Wohnung gefunden habt, dann könnt ihr natürlich so lange bei mir wohnen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich nach Lüneburg kommen. Ach so, ich dachte. Naja, ich wollte mich erstmal auf den Stand bringen und schauen, ob es mir hier noch gefällt. Ich... Okay. Und wovon machst du das abhängig? Naja, ich dachte, ich kenne hier vielleicht den einen oder anderen noch. Außer dir und Frau Rose. Hm. Hast du schon gehört, dass Mick auf unbestimmte Zeit nach Neuseeland gehen will? Ja. Ich war gerade bei ihm in der WG. Schon auf dem Weg zum Flughafen. Hm. Er trägt immer noch das Bild von dir bei sich. Er hat dich nie vergessen, Bente. Wenn du willst, fahre ich dich zum Flughafen. Vielleicht erwischst du ihn noch. Es ist zu spät. Du kennst meine Fahrkünste nicht. Nein, das meine ich nicht. Mick hat es sich bestimmt nicht leicht gemacht, hier alles aufzugeben. Liebst du ihn noch? Aber ich glaube nicht, dass er sich so sehr gefreut hat, mich zu sehen. Du hast ihn sehr verletzt damals. Ja. Jetzt ist er auf dem Weg in ein neues Leben. Da ist für mich kein Platz. Ist recht nicht für uns. Oh, glaubst du, du kannst es reparieren? Sieht nicht so aus. Oh, ich könnte Natalie erwürgen. Mein Stipendium, das kann ich vergessen. Es ist wirklich sehr schlecht gelaufen. Tut mir leid. Was soll's? Es gibt Schlimmeres im Leben. Hast du Robin mal wieder gesehen? Hm? Wie geht's ihm? Er will Abstand zu mir und Natalie. Na ja, er will alleine klarkommen. Glaubst du nicht, dass er es schafft?
Robin war ein leidenschaftlicher Parkourläufer. Ja, klar, es ist schwer für jeden, mit dem Rollstuhl klarzukommen, aber du kennst ihn doch selber. Ja, er macht schon Kunststücke mit dem Rollstuhl. Und mit der Zeit, da wird er mit ihm immer besser. Und naja, irgendwann findet er auch seine Lebensfreude zurück. Und was will er arbeiten? Und wo will er leben? Du machst dir ganz schön viele Gedanken über Robin. Er war ein sehr wichtiger Teil in meinem Leben. Und wird es immer bleiben. Gibt es irgendwas, was du gerne hättest aus der Werkstatt? Du löst sie schon auf? Ja. Nicht, dass ich wüsste. Ja, was ist denn mit dem Modellauto, das er dir geschenkt hatte, damals, als du den Laden übernommen hast? Zu viele Erinnerungen. Und außerdem, wenn ich mein Stipendium bekomme, dann habe ich genügend Sachen, die ich irgendwo unterbringen muss. Robin will weder mich noch Ariane in seinem Leben haben. Er will es alleine meistern. Du hoffst immer noch, dass er wieder zu dir zurückkommt? Nö, jetzt nicht mehr. Es tut weh, aber es ist gut, auch Klarheit zu haben. Findest du? Ja. Gut. Was ist denn mit dir und Papa? Na ja, also ich war bei Herrn Lichtenhagen und er wird mich rechtlich vertreten. Ach, dann willigst du also die Scheidung ein. Aber du wolltest doch eigentlich, also ich dachte zumindest, dass du noch mal mit Papa redest. Ja, aber ich weiß ja überhaupt nicht, wo er steckt. Und ich glaube auch nicht, dass das sehr viel bringen würde. Und wie kannst du dir da so sicher sein? Nathalie, dein Vater ist ein sehr, sehr stolzer Mann. Deshalb glaubt er auch, dass er seine Spielsucht alleine therapieren muss. Miranda. Karima. Schöne Grüße. Salam, Karima. Erstmal schöne Grüße von Nathalie. Wie geht es euch? Und der Familie? Was denn für Neuigkeiten? Ich würde für 3 Monate in New York arbeiten. Das geht aber nur, wenn Sie zusammen mit Ben für Lilly da sind. Das kommt jetzt natürlich schon ein bisschen überraschend. Ja, natürlich. 3 Monate sind eine lange Zeit. Und Sie müssten natürlich viel öfter auf Lilly aufpassen als bisher. Aber ich würde Ihnen all die Stunden entlohnen, das ist ja klar. 3 Monate in New York und ein Projekt, an dem Ihr Herzblut hängt? Natürlich bin ich einverstanden. Oh. Sie wissen gar nicht, wie sehr Sie mir damit helfen. Ich danke Ihnen. Ich werde Lilly ganz schön vermissen. Ich war noch nie lange von ihr getrennt. Ihr Ex-Mann ist ein super Papa. Und ich werde auf Sie aufpassen, als wäre es mein eigenes Kind. Das weiß ich. Ich vertraue Ihnen wirklich voll und ganz. Was hätten Sie denn gemacht, wenn ich nicht einverstanden gewesen wäre? Dann hätte ich das Angebot, nach New York zu gehen, nicht angenommen. Aber ich glaube nicht, dass Ben das alleine schafft. Ich geh mal gucken. Danke. Lilly! Oh. Kommt ihr geflogen? Kommt ihr geflogen? Wenn Sie gekommen sind, mich davon zu überzeugen, meine Schusterwerkstatt zu behalten, dann können Sie gleich wieder gehen. Ich habe es längst aufgegeben, gegen Ihren Starrsinn vorzugehen. Was machen Sie denn da? Ich habe die Maschinen und das Mobiliar zum Verkauf in die Zeitung gesetzt. Und jetzt gucke ich nach, was alles hier brauchbar und nicht brauchbar ist. Wie, Sie wollen die ganzen schönen Sachen weggeben? Ich gebe mein Geschäft auf. Vorsichtig, nicht dran gehen. Ja? Ja, Ariane will nichts davon haben und ich freue mich, dass ich noch ein bisschen Geld damit verdienen kann. Und was bekommt man für sowas? Das ist Verhandlungssache. Aber für ein paar schöne neue Wanderstiefel
sollte es wohl reichen. Na, Sie können ja auch für eine Party investieren. Was denn für eine Party? Naja, Sie werden doch wohl eine Abschiedsfeier veranstalten. Nee. Sie können doch nicht dicht machen, ohne sich von Ihren Kunden zu verabschieden. Die haben Ihnen viele Jahre die Treue gehalten. Die Schusterwerkstatt ist eine Institution, die gibt es schon seit über 40 Jahren. Ach, ich wollte die Sache nicht so groß aufziehen. Eigentlich gar nicht. Stuckkopf, sag ich. Was ist davon? Wie? Nichts. Wir sind da. Bitte schön. Vielen Dank. Dankeschön. Kann ich behilflich sein? Was machst du denn hier? Ich meine, müsstest du nicht schon längst am Flughafen sein? Mein Flug ist ausgefallen. Es gab irgendein technisches Problem. Und du? Ich bin auf dem Weg nach Schleswig. Und der Beratungstermin an der Uni ist doch morgen. Ja, habe ich abgesagt. Im Grunde genommen habe ich alle Informationen, die ich brauche. Sag mal, könntest du dir vielleicht vorstellen, ich meine, also deine Abreise noch mal zu verschieben? Dann könnten wir vielleicht ein bisschen reden. Wenn ich in Neuseeland bin, dann haben wir dafür sicher keine Zeit mehr. Entschuldigung, es war okay. Stopp. Warte. Ich meine, auf einen Tag mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Ich ruf Luca einfach noch mal an. Er vermisst mich wahrscheinlich sowieso viel weniger als ich ihn. Das ist ja in guten Händen. Okay, also, wann und wo? Keine Ahnung. Sag du. Heute Abend im Carlas? Ja, heute Abend. Ich freue mich. Ich mich auch. Konnte sie dir den Namen Doggerbank schon mal schmackhaft machen? Hallo, Carla. Ich werde mein Carlas nicht umbenennen. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Ich bin ganz ruhig. Issa ist lediglich hier, weil sie mir von eurem kleinen Disput erzählt hat. So nennt man das also heutzutage. Frau Sarawakos, ich hatte nicht vor, irgendetwas über Ihren Kopf hinweg zu entscheiden. Ich wollte Ihnen lediglich ein paar Vorschläge unterbreiten. Ja, und deshalb engagieren Sie auch gleich einen Grafiker. Ja, wenn ich etwas mache, dann richtig. Mir war bewusst, dass es nicht leicht sein wird, Sie zu überzeugen. Ich hatte das Carlas bis jetzt eigentlich gut alleine im Griff. Aber wenn ich irgendwelche Ratschläge brauche, dann gebe ich Ihnen natürlich Bescheid. Naja, so einfach ist das nicht. Nach außen hin ist das Carlas Teil des Drei Könige und den Gästen sind die Eigentumsverhältnisse egal. Obwohl mir das Carlas gehört, soll ich jetzt nach Ihrer Pfeife tanzen? Stopp jetzt, alle beide. Das Carlas und das Salto sind unabhängig vom Hotel und Carla hat die alleinige Entscheidungsgewalt. Sie ist sicherlich für Vorschläge offen in der entsprechenden Form. Allerdings finde ich es gut, dass Carlas in seiner jetzigen Form es lockt jüngeres Publikum an, also Kundschaft von morgen. Ich hatte lediglich versucht, meinen Job zu machen. Ja, das weiß ich. Und ich weiß dein Engagement zu schätzen. Aber an dieser Sache bist du etwas über das Ziel hinausgeschossen. Ich kann ja verstehen, dass Ihnen der Name Carlas sehr viel bedeutet. Und so eine Umbenennung wäre für die Gäste wahrscheinlich zu verwirrend. Also wenn das jetzt eine Entschuldigung sein soll, dann nehme ich sie an. Ach, Hanstedt? Danke, Gunther. Könntest du dir vorstellen, dich mit Esther zu arrangieren? Ja, sie ist sehr wichtig für das Hotel und für mich. Ich habe schon verstanden. Ich war mir nicht sicher, ob Sie mich für 3 Monate freistellen würden. Schweren Herzens. Sag mal, habe ich da gerade richtig gehört? Entschuldige. Du willst dich für 3 Monate freinehmen? Professor Hartsfeld-Winter lädt mich nach New York ein. Ich kann in Ihrem Team weiter an Morbus Kensington forschen. Ja, das ist doch großartig. Ich gratuliere. Danke. Carla hat mir gar nichts davon erzählt. Konnte sie auch nicht. Sie weiß es noch gar nicht. Ich wollte erst mal mit Ben darüber sprechen und mit unserem Kindermädchen und mit meiner Chefin. Du möchtest Lilly also hier lassen?
Sie wird mir schrecklich fehlen. 3 Monate sind eine Ewigkeit. Ja, die Forschungen an dieser Krankheit beschäftigen dich schon seit Jahren. Ist doch klar, dass du das Angebot nicht ablehnst. Für wen sind denn die eigentlich? Ach, ein Mandant von mir hatte eine Bypass-Operation. Kenn ich ihn? Herr Möller, ja. Entschuldigung, kurz einmal. Berger. Am Apparat. Ja, ich dachte, ich brauche ein J1-Visum. Dann beantrage ich das H1B-Visum, klar. Und ich mache auch so ein Interview, wenn man das braucht, ja? Aber da springt doch vielleicht irgendjemand ab. Okay, danke Ihnen. Ja, wiederhören. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich brauche jetzt plötzlich irgendein anderes Visum, für das man ein Interview machen muss. Ja, das kenne ich schon. Und so kurzfristig wie das ist, kostet dich das was. Nee, so kurzfristig wie das ist, kriege ich gar keinen Termin. Den gibt's erst wieder in ein paar Wochen. Es kann doch wohl nicht sein, dass mein Aufenthalt in den USA jetzt an diesem Visum scheitert. Du weißt doch, Karima, die Geschäftsführerin, die unsere Arganöl-Kooperative leitet. Ja, ja, ich weiß. Mit der wir diesen lustigen Abend verbracht haben, als ich mit Rainer bei dir zu Besuch war. Genau die. Aber jetzt ist Not am Mann. Professor Haki, die Frau, die unsere Kooperative gegründet hat und den Verkauf leitet, ist krank geworden. Naja, jetzt muss Karima die Geschäftsführung allein übernehmen und den ganzen Vertrieb leiten. Und will, dass du nach Marokko zurückkommst? Sofort. Oh. Sie braucht dringend meine Unterstützung. Du weißt, wie viel mir das Projekt bedeutet. Warum zögerst du noch? Natalie ist immer noch nicht über die Trennung von Robin hinweg und ich würde ihr ganz gern noch ein bisschen beistehen. Hast du das Karima gesagt? Ja, und sie hat vollstes Verständnis dafür. Ja und? Aber? Sie steht mit dem Rücken zur Wand. Wenn ich jetzt nicht komme, dann muss sie sich jemand anderen suchen. Entschuldige bitte, aber das ist Erpressung. Aus ihrer Sicht ist das wohl eine Notwendigkeit. Was würdest du denn jetzt an meiner Stelle machen? Wenn du mich fragst, ich finde, deine Tochter ist erwachsen. Sie kommt alleine zurecht. Dein Haus und deinen Mann hast du schon verloren. Willst du jetzt auch noch deinen Job riskieren? Also Marokko. Ja. Auch wenn ich es total blöd finde, dass ich dich da nicht mehr sehe. So, vielen Dank und alles danke, Gute. Dankeschön, danke. Ja, zum Glück bin ich ja so gut wie in Rente schon. Ah, Robin, na, komm rein. Hey. Bis zur Rente, das dauert aber noch ein bisschen, oder? Ja, überschaubar. Ja, ich habe hier einen großen Sack Schuhe, die nie abgeholt worden sind. Vielleicht ist ja für dich was dabei. Ja, mein Verschleiß an Schuhen, der hält sich momentan in Grenzen. Und was ist damit? Den habe ich Ariane geschenkt, als wir noch zusammen waren. Ja. Sie hat mir gesagt, du hättest beschlossen, ihr und Natalie aus dem Weg zu gehen. Ich muss erst mal lernen, mit mir selber klarzukommen. Und? Kommst du mit dir klar? Die Schuhe noch zur Altkleidersammlung bringen. Ja, klar. Soll ich dir helfen? Ja, gerne, aber die schwer. Ja, komm, leg auf den Schoß, der muss nicht so schwer tragen. Moment. Geht das so? Ja, ja, passt. Okay. Siehst du mal, wozu so ein Rollstuhl gut sein kann? Ja. Moment. So. Das war schön gestern. Ja, fand ich auch. Sollten wir bei Gelegenheit mal wiederholen? Hm. Ich stehe jederzeit zur Verfügung. Wie wär's mit heute? Hm. Morgen. Morgen ist besser. Ach, Herr Berger, gut, dass ich Sie treffe. Könnten Sie mich bitte auf den Stand bringen, welche technischen Neuerungen im Hotel durchgeführt wurden und welche Investitionen aus Ihrer Sicht in Zukunft noch nötig wären? Am besten schriftlich. Ja, mache ich.
Wäre toll, wenn Sie mir diese Aufstellung morgen früh reinreichen. Ja, ja. Zur Not lege ich eine Nachtschicht ein. Ich weiß das zu schätzen. Sehr gerne. Zur Not lege ich eine Nachtschicht ein. Für Frau Hanschef hast du heute Zeit. Muss bis morgen warten. Naja, sollen wir beide was, worauf wir uns freuen können. Also wenn deine Ex-Frau in New York ist, dann will ich dich aber öfter sehen. Naja, wir müssen trotzdem vorsichtig sein. Nicht, dass Britta mitbekommt. Verstehst du? Es geht ja schon wieder los. Was machst du da? Ich zieh mich um. Wieso? Was ist das? Eine brasilianische Foltermethode? Oh Mann, bist du sexy. Oh, ich muss los. Hübsch Lüneburg ist. Ja, die Stadt hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. Zu ihrem Vorteil, finde ich. Vielleicht waren wir damals auch einfach nur zu jung oder zu ignorant, um zu erkennen, wie schön es hier wirklich ist. Bestimmt. Als ich mit 18 hier weggegangen bin, war ich einfach nur froh, der Provinz entkommen zu sein. Ja, es muss toll sein, in Marrakesch zu leben. Ja, Marokko ist so ein schönes Land. Ich liebe alles da. Gestrandet bin ich am Anfang in Tanger, dann kam Agadir und schließlich Marrakesch. Und dann kam Maurice, der dich nach Straßburg verschleppt hat. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass mir Lüneburg noch so vertraut ist. Ja, es ist komisch, aber als ich damals aus Amsterdam hergekommen bin, habe ich mich sofort wieder heimisch gefühlt. Was hat dich dazu veranlasst, hier zu bleiben? Ich war auf der Flucht vor meinem Ex. Dann ist mir die Gärtnerei quasi in die Hände gefallen. Also Zufall? Ich glaube nicht an Zufälle. Lüneburg war neu und gleichzeitig vertraut, also genau das Richtige. Naja, aber bei dir lief auch nicht alles glatt. Deine Ehe mit Herrn Flickenschild ist gescheitert. Hast du das jemals bereut? Weiß nicht. Ich bin hier einfach zu Hause. Und ich in Marokko. Jetzt sag nicht, du hast deinen Flug verpasst. So was in der Art. Ich hab ihn sausen lassen. Als ich auf dem Weg nach Hamburg war, da habe ich einfach die ganze Zeit an Bente denken müssen. Hat sie dir gesagt, dass sie dich liebt, dass du hierbleiben sollst? Hm? Ist sie deswegen hier? Sie hat mir gesagt, ich soll ihr eine Postkarte aus Neuseeland schicken. Na klar, da wäre ich aber auch umgedreht. Und Ben, ich weiß doch, dass ich bescheuert bin. Bente hat einen Freund, Stefan, und sie vertraut ihm sogar Luca. Und leben die drei zusammen? Ich gehe davon aus, ich wollte mir Details ersparen. Sag mir wenigstens, dass du den Flug umbuchen kannst. Es ist ein Last-Minute-Ticket. Ich kann es upgraden zu einem Linienflug, aber das kostet den ganzen Batzen Geld. Oh Mann, Nick, wie lange hast du auf dieses Ticket gespart? Musste Bente ausgerechnet jetzt hier auftauchen. Ist komisch, oder? Ich meine, vielleicht ist sie sogar meinetwegen gekommen. Nick, sie hat einen festen Freund. Das hast du selbst gerade gesagt. Und warum will sie unbedingt in Lüneburg studieren? Ben, Mann, sie kann überall hingehen. Du frag sie einfach. Manchmal sind Details durchaus hilfreich. Das habe ich ja vor. Wir sind für heute Abend im Carlas verabredet. Und lass das Ticket nicht verfallen, ja? Ich pumpe dir die Differenz. Ich habe damals alles für sie getan. Aber denk dran, sie hat dich damals sitzen lassen. Was machen Sie denn hier? Ich fürchte, wir beide hatten die gleiche Idee. Mein Fehler. Entschuldigen Sie, wenn ich mich nicht mit Ihnen abgesprochen habe, aber ich konnte Sie nirgends erreichen. Und jetzt? Das ist Ihr Pferd. Selbstverständlich gehen Sie reiten. Und Sie? Ich kann ja auch spazieren gehen. Wissen Sie was? Das Pferd meines Mannes müsste auch mal wieder bewegt werden. Also nehmen Sie doch Antosch und ich nehme Genie. Nein, das kann ich nicht annehmen.
Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie jederzeit beim Pferd reiten dürfen. Und ich stehe zu meinem Wort. Ja, ich werde mir bald ein eigenes Pferd zulegen. Aber im Moment fehlt mir die Zeit, um mich umzusehen. Wie wäre es denn, wenn wir zusammen ausreiten? Also, Antosch und Jeannie sind ein sehr gutes Team. Und wir werden das ja vielleicht auch noch. Gerne. Aber unter einer Bedingung. Die wäre? Wir reden nicht über die Arbeit. Kein einziges Wort. Selbst reden, das ist natürlich Grundvoraussetzung. Nicht genug, dass Herr Lüder seinen Beruf an den Nagel hängen will. Jetzt weigert er sich auch noch, seinen Abschied zu feiern. Ist gut so? Sehr schön. Ich meine, das ist er doch seinen Stammkunden schuldig, oder nicht? Ja, stimmt. Wir konnten unsere Stammkunden einfach an Pedro weitergeben. Wenn die Gärtnerei hier schließen würde, dann gäbe es nicht nur eine große Abschiedsfeier, sondern auch eine Pressemitteilung. Da kannst du Gift drauf nehmen. Ich meine, wie kommen sich denn die Kunden von Herrn Lüder vor, wenn die in ein paar Tagen vor verschlossenen Türen stehen? Die wissen doch gar nicht, was los ist. Ruf doch seine Kunden an und informier sie von der Schließung. Und vergiss nicht, der NOZ einen Tipp zu geben. Vielleicht sind die sogar sehr daran interessiert, einen Bericht über Hannes Lüder zu schreiben. Stirbt das Schusterhandwerk aus? Einer der letzten seines Schlages geht in den Ruhestand. Also, das interessiert doch die Leute. Ich rufe da gleich an. Sag mal, wie fändest du das, wenn ich den Kunden nicht nur Bescheid gebe, sondern eine Überraschungsparty organisiere? Hm? Ja, großartig! Wenn du Hilfe brauchst, dann gib mir Bescheid. Ja, aber klaro. Die Schuhe sind weg und du hast eine gute Tat vollbracht. Da waren nagelneue dabei. Die Leute von der Altkleidersammlung, die werden Augen machen. Oi, beeindruckend. Ich habe bei der Reha einen Typen kennengelernt, Yannick. Der macht Chairskating. So, was ist das denn? Das ist mit dem Rollstuhl in die Halfpipes rein. Aha. Weißt du? So. Das ist echt krass, oder? Ja, ja. Was ist? Stimmt was nicht? Ich habe nur gerade jemanden gesehen, dem ich gerade nicht begegnen möchte. Aha. Wir sehen uns später, ja? Okay, ciao. Ich bin mir sicher, er wollte Ihnen nur nicht wehtun. Ich habe schon kapiert, dass er nichts mehr mit mir zu tun haben möchte. Ja. Erst der Unfall, dann die Trennung. Nicht leicht für Sie, was? Nein. Es ging mir definitiv schon mal besser. Und jetzt sagen Sie bitte nicht, das geht vorbei. Nein, das würde ich nie. Auch wenn es stimmt. Und was ist mit dem Studium? Was war das noch? Ingenieurwesen? Ja. Ich überlege es aufzugeben. Keine leichte Materie, was? Nein, darum geht es nicht. Ich habe nur im Moment einfach keinen Bock auf nervige Kommilitonen, auf dumme Partys und auf alberne Studentenstreiche. Das ist nach all dem, was jetzt passiert ist, irgendwie zu oberflächlich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Studenten nur ans Partymachen denken. Das Studium, das haben Robin und ich uns zusammen ausgesucht. Das war Teil unseres gemeinsamen Plans. Aber jetzt... Aha. Und? Gibt es eine Alternative? Ja, vielleicht gehe ich zurück nach London. Drei Monate? Das kannst du mir nun wirklich nicht antun. Ach komm. Du warst über ein Jahr auf Korfu, als du den Betrieb deines Vaters übernommen hast. Ja, aber das war was anderes. Da ging es um Familienangelegenheiten. Hm? Ach so, na dann. Ich weiß, ich rede Quatsch, aber ich werde dich einfach sehr vermissen. Vielleicht fliege ich ja überhaupt nicht. Noch habe ich kein Visum bekommen. Kann da Frau Professor Hartzfeld-Winter nichts machen? Ich dachte immer, der Arbeitgeber stellt den Visumsantrag. Ja, hat sie auch. Aber ich muss immer noch dieses Interview geben. Ach. Und für das es wochenlang keinen Termin gibt. Richtig. Verkehrte Welt. Na, so muss ich mir wenigstens nicht mehr anhören, dass ich meine Familie, also meine Tochter, vernachlässige. Wer sagt das denn? Die Mütter aus meiner Krippe. Sag mal, haben die vergessen, dass Lilly auch noch einen Vater hat? Einen sehr guten Vater. Und ein hervorragendes Kindermädchen. Vielleicht hat sich dieser ganze Forschungsauftrag ja jetzt sowieso erledigt. Hi, ihr beiden. Hallo. Hast du... gute Neuigkeiten? Hm? Nicht so einfach zu durchschauen. Pass auf. Die Sache mit deinem Visum hat
mir keine Ruhe gelassen. Also habe ich einen Bekannten angerufen, der mir noch einen Gefallen schuldig ist. Und der hat einen Schwager, der arbeitet im amerikanischen Generalkonsulat in Frankfurt. Du kriegst deinen Interviewtermin gleich morgen. Nein. Also muss ich nach Frankfurt fahren? Nein, musst du nicht. Ein Gespräch per Videotelefonie reicht dir. Oh, toll. Ist der Knaller. Dankeschön. Das ist ja toll. Wo bewahrt ihr das Buch mit den Kundendaten denn auf? Normalerweise hier bei der Kasse. Nix? Nein. Halten Sie es wirklich für eine gute Idee? Ich meine, Onkel Hannes mag doch gar keine Überraschung. Ja, dankbar sollte er mir sein. Und Sie auch. Ich meine, immerhin ist es ja auch irgendwie Ihre Werkstatt. Die Presse, die schreibt übrigens auch einen Bericht über Ihren Onkel. Ich habe vorhin mit dem gesprochen. Das wird ja immer besser. Ach, da ist es ja. Ist ja offen. Oh, was macht ihr beide denn hier? Wir waren zusammen spazieren und... Und? Ja. Und ich wollte mir das Auto noch mal anschauen. Ich überlege, ob ich es vielleicht doch behalten möchte. Ach so. Ja, wo wir nun gerade hier vorbeigelaufen sind, nicht? Das ist Ach ja. So. Und seit wann gehen Sie beide denn eigentlich zusammen spazieren? Ach ja. Ach, das ist so. Ja. Das ist so. Und? Was meinst du? Hä? Naja. Was ist mit dem Modellauto? Ja, das ist was ganz Besonderes, nicht? Und Sie lieben ja auch Oldtimer. Ja, ja, eigentlich nur Oldtimer, mit denen man auch fahren kann. Und hat es eine Fernbedienung? Das ist doch kein Spielzeug, das ist ein Sammlerstück. Also diese Dinge, die fallen bei mir in die Rubrik Staubfänger. Ja, stimmt. Sie haben total recht. Ich glaube, ich will das doch nicht haben. Könntest du es Ja, natürlich, ich stehe wieder zurück. Gut, wir wollten dich auch gar nicht weiter stören. Gute Nacht, Onkel Hannes. Ja, gute Nacht, euch zwei. Wissen Sie, wo Frau Saravakus steckt? Ich müsste Sie dringend sprechen. Nein, sie hat schon Feierabend. Möchten Sie was trinken? Ach, ein Wasser vielleicht. Gern. Danke. Inge hat mir übrigens von ihrem Huhn in Salzzitrone erzählt. Klingt sehr lecker. Ich freue mich schon auf das Rezept. Naja, die Mengenangaben sind aber nur so Pi mal Daumen, ja? Ich schreibe es Ihnen später auf. Ach was, das eilt doch nicht. Ich fliege zurück nach Marokko und ich möchte es nicht vergessen. Ach, wie schade. Wollten Sie deswegen zu Frau Saravakus? Ich hoffe, sie ist mir deshalb nicht böse. Meine Kooperative braucht mich und ich will auch zurück nach Hause. Ja, das kann ich verstehen. Wir sehen uns aber noch, ja? Mhm. Schönen Feierabend und grüßen Sie Ihre Frau ganz lieb. Mach ich. Du willst abreisen? Ja, die Arbeit. Deine Arganöl-Kooperative. Genau. Tja, Karriere geht vor. Karriere würde ich das nicht gerade nennen. Aber in Marokko hast du eine Arbeit, die dich ausfüllt und du tust was Gutes. Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Nein, es ist viel mehr. Ihr zahlt euch selbst nur minimale Gehälter. Ja, das tun wir, damit wir die Frauen, die für uns arbeiten, einigermaßen angemessen entlohnen können. Eben. Davor habe ich den größten Respekt. Das ist sehr nett von dir, dass du meine Arbeit wertschätzt. Ich freue mich so sehr, Marokko endlich wiederzusehen. Darf ich dich was fragen? Ja. Warum nimmst du hier Jobs an, wenn du eigentlich gar nicht bleiben willst? Erst hast du im Spa-Bereich gearbeitet, gestern habe ich die Kellnern sehen und heute willst du zurück nach Marokko. Ist das nicht ein bisschen sprunghaft? Ich lebe da seit über 20 Jahren. Marrakesch ist mein Zuhause. Natürlich. Außerdem wartet ja auch dein Mann auf dich. Euer gemeinsames Zuhause. Hm.
falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Viel Glück. Und gute Reise. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, gleichfalls. Sag mal, ich wusste gar nicht, dass du snowboarden kannst. Ja, nicht so gut wie surfen, aber anderen Leuten beizubringen, reicht's. Dir fehlt das alles sehr, oder? Ich habe mich inzwischen damit abgefunden, dass ich wegen dem Ohr nicht mehr surfen kann. Du hast übrigens einen riesen Eindruck auf Luca gemacht bei dem Golfturnier. Was, womit denn? Ich habe nicht mal gewonnen. Das ist doch ein Dreiring, egal. Glaube ich zumindest. Deine Mütze war wochenlang die Nummer 1 in der Hitliste. Ich hätte ihm gerne eine geschenkt, die wirklich passt. Hat Stefan übernommen. Aber die ist nicht so schön. Außerdem setzt Luca immer die Mützen verkehrt rum auf, genauso wie du. Du bist glücklich, oder? Oh ja, sehr. Und Stefan, also, ich meine dein Freund, passt er gerade auf Luca auf? Entschuldigung, da muss ich mal ganz kurz rangehen. Hallo, da ist ja der wichtigste Mann in meinem Leben. Jetzt? Na klar, ich will dich auch sehen. Bis gleich, ja? Hm? Entschuldigung, ich muss mal kurz in die Gärtnerei ein Videotelefonat führen. Ich meine, geben Sie uns keine Ruhe. Sehen wir uns später vielleicht nochmal? Okay. Bis gleich. Wichtigste Mann in meinem Leben. Weißt du eigentlich schon, wann du fliegst? Sobald ich alles geklärt habe. Ich möchte Frau Sarabakos gerne persönlich sagen, dass ich nicht mehr im Carlas arbeiten kann. Ach, jetzt mach dir keinen Kopf. Sie wird was verstehen. Ja, sicher. Jetzt lass mich nicht so zappeln, du hast doch was. Eigentlich habe ich nichts mehr in Marrakesch, außer einen Job. Und deine Freunde? Du hast doch sicher Leute dort, die dich schätzen. Ja. Außer Karima sind das alles gemeinsame Freunde. Und du weißt doch, wie das ist nach Trennungen. Ja, ich weiß. Aber die Stadt? Du hast mir so von Marrakesch vorgeschwärmt. Ja. Ich liebe es dort. Die engen Gassen, die Basare, sogar das karge Umland. Nur leider erinnert mich jedes Sandkorn an Maurice. Warum hat er mir nichts von seiner Spielsucht erzählt? Warum habe ich nicht mitbekommen, dass er krank ist? Wenn ich an mein Haus denke, mein Zuhause, das er einfach so verspielt hat, dann kocht alles wieder hoch. Dann ist es vielleicht doch das Beste, du machst einen klaren Schnitt und fängst neu an. Ja, ich. Hallo, Frau Ewinger. Hallo. Jetzt fehlt nur noch Tine und es ist alles wie damals. Ja. Ja. Nur, dass wir alle ein bisschen älter geworden sind. Ja, ihr vielleicht, ich nicht. Ja, Udo hat mir erzählt, du fährst wieder heim. Das ist aber schade. Es war schön, dich hier zu haben. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Hey, ich habe noch Licht gesehen. Ich wollte eigentlich zu deinem Onkel. Entschuldigung. Er ist nicht da. Sieht ja schon wieder richtig fit aus. Ich habe das Band geklebt, digitalisiert, neu eingespult. Und wie du siehst, hat es nichts gebracht. Mein Stipendium kann ich vergessen. Es tut mir leid, dass Nathalie so ausgerastet ist. Und tschüss? Ist es dir schon zu viel, 3 Worte mit mir zu wechseln? Ariane, ich bin wie die Kassette. Ich bin kaputt, zerrissen, zerstört. Für mich seid ihr nur eins, nicht lesbar. Was lachst du so doof? Ihr habt das schon verstanden. Hol mir mal das Brettchen. Hallo, hallo, nicht ausrasten jetzt.
Vielleicht hast du mir gerade das Stipendium gerettet. Mist. Hm? Was ist Mist? Ach, ich wollte für morgen früh einen Flug nach Neuseeland buchen, aber es sind keine Plätze mehr im Flieger frei. Hm. Dein Date mit Bente scheint ja nicht besonders gut gelaufen zu sein. Es lief hervorragend, bis ihr Freund angerufen hat. Dann ist sie gegangen. Ah, sie hat dich wieder sitzen lassen. Ja, Mann, ich weiß, es war bescheuert von mir. Sie ist glücklich mit Stefan. Mhm. Und jetzt? Jetzt schaue ich, dass sie so schnell wie möglich nach Neuseeland kommt. Tja. Also, wer sagt's denn? Morgen Mittag ist noch ein Platz frei. Danke, dass du mir die Differenz leist. Ja. Wartest du Besuch? Mhm. Nicht, dass ich wüsste. Hallo. Hi. Hm. Für dich. Entschuldigung, ist doch ein bisschen später geworden. Ja. Ich. Was willst du? Ich will dir eine Antwort geben auf die Frage, die du mir vorhin gestellt hast. Ob ich noch mit Stefan zusammen bin. Bin ich nicht. Ich habe mich von ihm getrennt, als wir uns auf dem Golfturnier gesehen haben. Deinetwegen. Weißt du noch, wie wir nachts heimlich in das Schwimmbad eingestiegen sind? Klar weiß ich das noch. Wir wollten herausfinden, wer mit hochhackigen Schuhen am sexiesten vom 10-Meter-Brett springen kann. Das geht gar nicht. Wer hat eigentlich gewonnen? Ich bestimmt nicht. Ich kann mich jedenfalls noch gut daran erinnern, wie euch die Polizei nach Hause gebracht hat. Ach, hier steckst du also. Entschuldige, wir haben uns verplaudert. So, jetzt macht nicht mehr so lange, damit Tante Inge nicht nachts noch mal runterkommen muss und euch ins Bett schickt. Ach, ja. Guten Abend. Guten Nacht. Guten Nacht, Tante. Gern. Salam, Karima. Ja. Ja, ich habe mich entschieden. Karima, bitte sei mir nicht böse. Ich kann nicht zurück nach Marrakesch kommen. Ich bleib hier in Lüneburg. Ich gehe zurück nach London. Und dein Studium? Das macht mir keinen Spaß mehr. Außerdem müsste ich das alles nachholen. Und wozu? Du bist Lillys Nanny. Flirten gehört nicht zu deiner Arbeitsbeschreibung. Oh, das macht aber so viel Spaß. Nicht, wenn Britta es mitbekommt. Was denn? Genau das. Ich schließe meine Werkstatt. Schade. Ich wäre zu gern in den Genuss eines Paars handgefertigter Schuhe von Ihnen gekommen. Tut mir leid. Ich zahle jede Summe.